Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Age of Empires. Wir machen heute direkt weiter mit der Kampagne Der Ruhm Griechenlands. Wir starten direkt rein. Nachdem sie ein wertvolles Artefakt für die Minoer beschafft hatten, fanden sie heraus, dass diese sie nicht mit Münzen, sondern mit Blut bezahlen wollen. Angeführt von einer Gruppe von 7 älteren Priestern, haben die verräterischen Minoer ihre Gruppe umzingelt und überfallen. Zahlenmäßig hoffnungslos unterlegen, besteht ihre einzige Chance zu überleben in der Flucht. Entkommen sie den Fängen der Minoer und suchen sie nach verbündeten Truppen in der Gegend. Sobald sie ihre Stärke zurückerlangt haben, kehren sie nach Kreta zurück und üben Rache. Seien sie auf der Hut, denn einige Einheimische unterstützen die Minoer. Zerstören sie ihren Tempel und erlangen sie das Artefakt für Mykene zurück. Dile, erobern Sie das Artefakt, zerstören Sie den minoischen Tempel. Natürlich wird auch schwierig. Ich hoffe, dass es auch irgendwann mal wirklich schwierig sein wird. Weil, ich weiß nicht, zwischen den normalen Matchen vom Gegner auch schwierig, zu Story auch schwierig. Oh Gott! Okay, das ist nix. Abhauen. Reiter. Einfach nur durchrushen. Okay, holy shit. Okay. Einfach hier runter. Ach du Heilige. Okay, fängt auf jeden Fall schon mal heftiger an. Wir haben 4 Reiter. Wir hatten noch ein paar Bogenschützen. Okay, good to know. Und da kommen auch noch mal Gegner. Okay, krass. Oh, der eine Reiter. Los, komm, durch! Komm! Zieh durch! Wir haben nochmal 2 Leute. Zieh durch. Und haben wir Stein. Bisher haben alle überlebt. Oh Gott. Die Balliste, die müssen wir weghauen. Okay, dann runter. Wow, okay, das war schon sehr heftig. Oh. Umbis. Okay, wir haben auch ein paar Priester, sehr gut. Priester nach vorne. Ihr tut Holz fällen. Ihr dürft Stein. So, ihr zwei vielleicht nochmal Holz. Fischerboote. Sehen sie hier sich gar nicht schlecht aus. So, heilt die Leute, kommt! Erstmal einen Überblick verschaffen. Wir haben ein weiteres Fischerboot. Okay, wir haben hier noch mal ein bisschen Stein. Holz haben wir hier einiges. Gold sehe ich jetzt nirgends. Nahrung brauchen wir dringend. Wir haben ein Artefakt erobert. Hä? Wo? Wahrscheinlich kurz hier oben. Ja, ich hab's. Hier oben. Es gehört uns. Unsere Reiter sind ready. Sehr gut. Ah, nee, ich hab sogar Gold. Sehr gut. Okay, jetzt kommen da auch nochmal die Griechen. Es ist alle gegen uns.
Debonade. Rocket. Erectus. Hieroglyphen. Wir müssen erstmal eine Grundstruktur haben, dann ist das gar kein Problem mehr. Das ist ein einzelner Turm. Mal ein paar Bewohner, sehr gut. Wir brauchen einfach von allem mehr. Der Priester. Ah, okay. Das können wir machen. Dann fängt er mal an, eine Lagergrube hier unten. Babadakis. Hone, Babadakis. Somus. Yuri? Darwini. Hilare? Somus. Umbis. Er hat auf Gold. Wir brauchen mehr Gold. Das waren einige Leute hier oben. Wir werden aber allgemein demnächst mal weiter gucken. Mal hier einen Reiter. Der darf hier mal kurz rübergehen, da zum Gucken. Können die da meinen Turm an? Was ist nicht? Okay, der ist tot. Okay, hier haben wir einen Gegner. Ah, sogar mal wieder mit Turm. Aber hier hat so ein gutes Gold vorkommen, dass ich das hier demnächst machen werde. So, die ganzen Priester dürfen mal hierher. Für den. Oh Mann. Hier geht ins Gold. Wir brauchen Gold. Ah, direkt wieder rein, Leute. Wird noch besser. Drei Leute. Ich will es so effizient wie möglich machen. Umbis. Auf der Map. Umbis. Also wir brauchen auf jeden Fall erstmal die ganzen Upgrades, dann können wir weiter gucken. Weil das Gold brauchen wir auf jeden Fall. Das steht außer Frage. Das können wir gleich machen. Sehr gut. Komm. So, jetzt können wir es machen. Wo warst du denn jetzt? Hier. Danach schnellere Bewohner wäre auch cool. Okay, eigentlich haben wir eine relativ große Armee, mit der wir mal ein bisschen vorpreschen. Zumindest mal hier rüber gehen. Ich will zumindest das Gold vorkommen. Ich brauche Gold. Das ist auch nicht gerade wenig. So, mach den Turm weg.
So, ihr geht auf den Turm. Ihr macht mal die Bogenschützen weg. Oh, okay, da kommen einige Bogenschützen. Wir müssen nur den Turm wegmachen, dann haben wir schon eine bessere Shot. Yes, nice. Hinten. So, rein da. Hier ist auch ins Gold. Ja, wie viele denn? Der Gegner jetzt gerade so, möchtest du übertreiben? Ja. Okay, geht mal wieder zurück zum Heilen. Wir haben ein paar Truppen verloren, deswegen... Geht zurück. Ich möchte, dass ihr euch heilt. Ah. Die haben viele Bogenschützen. Gucken wir mal, dass wir auch die Truppen zurückkriegen. Brauchen wir mehr Kavallerie? 120. Okay. Der Turm ist auch schon beschädigt. Sehr gut. Ihr geht auch mal darunter. Wir haben genügend Leute, die geheilt werden müssen. Wir pushen da wahrscheinlich noch einen zweiten Turm hin. Und hier. Scheint nicht so ein schöner Turm wie der daneben. Okay, Bogenschützen. Ah. Okay. Die machen gute Arbeit. Habe ich eine Akademie? Das hier brauche ich dringend. Okay, ihr zwei mit eurem Stein seid soweit durch. Dann geht ihr zwei an Nahrung. Du einer, marschier mal. Er repariert fleißig. Einfache Bogenschützen. Ich hätte gerne die besseren. Komm, reparier. Ja, jetzt kommen da die sogar näher. Okay.
Ja. Sehr gut. Noch ein paar Leute mehr. Dann repariere hier oben den Turm. Dann müssen wir nämlich gucken. Streitwagen. Das wäre gut. 180. Pferdeinheiten, Kamelreiter. Gibt es generell ein paar gute Sachen? Das sind drei. Also. Eins. Drei. Wir brauchen das Goldvorkommen da oben. Brauche ich aber auch noch mal mehr Truppen. Dienstgebäude, Tempel, Akademie habe ich keine. Logan? Bombis. Okay, die Folge ist auf jeden Fall schon mal anspruchsvoller. Wir haben viele Bogenschützen da drüben gehabt. Wollen wir noch mehr Reiter? Einfach der direkte Konter Bogenschützen Reiter. Dann mal gucken, was passiert. Also da ich hier auch schwierig bin und das auf jeden Fall weitaus anspruchsvoller ist jetzt, kann es sein, dass es zwei Folgen werden. Ich sehe ja, wie die Tendenz ist aktuell. Und dann weiß ich ja relativ zeitnah, in welche Richtung es geht. So, ihr kommt mit. Ich nehme hier auch nochmal mein Paar. Gehen schon mal vor, da kommt noch mein Gegner. Aber ich will dringend dieses Gold vorkommen. Hier oben hat es einen Turm, ja okay. So, dann dürfen die mal hier rüber. Okay, der eine ist tot. Ich gehe vom einen zum anderen und versuche Stress zu machen. Los, rein da. Mach die Türme weg. Wenn die Türme schon mal weg sind, dann fehlt schon mal was an Verteidigung.
Brauchen halt auch auf jeden Fall Katapulte. Bis so viel wieder rumsteht und rumläuft. Es sind so viele. Nein. Obliete. Flüchte, wo du stirbst. Blöd gelaufen. Okay, wir haben ein paar verloren, aber das ist nicht schlimm. Ich werde tatsächlich hier jetzt noch eine Akademie hinsetzen. Ich setze einfach hier hin. Gut, das da mal reparieren. Den Stein will ich auch noch haben. Ich will so vieles haben. Fällt mir auf. So, dann gucken wir mal hier hinten noch. Die Häuser. Das ist Bogenschützen. Die Kasanne. Die Kasanne erstmal wegmachen. Ganz wichtig. Bevor da wieder so eine Armee kommt. Ich habe tatsächlich die Tendenz, dass wir mehr als eine Folge brauchen werden bei dem hier. Dafür ist es sehr anspruchsvoll. Okay, irgendwie sind hier jetzt die Truppen weg. So, die Truppen sind hier irgendwie weg. Und ja. Da kommt jetzt auch noch ein Katapult. Die wollen mich doch jetzt komplett verarschen. Die wollen mich doch jetzt komplett auseinandernehmen. Bitte was? Ach komm. Komm rein. Ben. Okay, der Gegner kommt mit Katapulten. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Bin ich euch ehrlich? Das hat mich etwas überrascht. Okay, da ist schon. Ne, das Katapult ist nicht mehr da, sehr gut. Ihr geht alle mal hier hoch. Macht mal den Turm weg. Das kann sehr überraschen, das Katapult. Holy shit. Komm. Mach den Abwehrturm weg. Die Nahrung haben wir jetzt schon mal gut. Heißt, ich werde mal hier abziehen. Hier rüber. Eine Lagergrube bauen lassen. Wir hauen hier jetzt braun weg und dann auf der anderen Seite rot. Und dann werden wir gucken, dass wir Gelb wegnatzen. Der kommt da immer wieder mit Topliten. Rogan? Bombus. Abadabi.
hier mal und stell die mal hier in den Weg. Jetzt sind es auch noch zweiseitiger Krieg. Okay, der muss wieder zurück. Und von da drüben die Bogenschützen. Wir brauchen die Priester, die müssen einmal gucken, was da abgeht. Nicht die Priester, die Reiter. Stein. Noch mehr Leute. Yes. Babadakis. Somus. Ups. Somus. Ihr dürft alle mal dahin gehen. Der eine Reiter, den nehme ich. Kostenlose Einheiten, Einheiten, Einheiten. Ja, die sind so wunderschön, wunderschön. Nice. Einer, der durfte auch hier jetzt hin. So, was wir erkunden. Mal Gold. Sehr gut. Da ist ein Turm. Heißt abhauen. Okay. Würde ich halt, dass ich immer nur ein Maximum von 50 Leuten aktuell habe. Mehr. Oh, 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 oh. Okay, okay, da komme ich nicht lang. Natürlich kommt da jetzt ein Katapult. Was denn auch sonst? Das hätte ich mir auch besseres als ein Katapult vorstellen können, das jetzt da hinten am Wald das dran steht. Genau, zwei davon. Da hätte ich mir jetzt zwei vorstellen können. Ja, wir müssen auf jeden Fall die Gegner weghauen. Der Weg hier hinten ist auf jeden Fall... Ja, nicht der richtige Weg. Wir gucken mal hier lang. Irgendwo wurden wir angegriffen. Ich sehe aber nicht wo. Unten vielleicht. Also insgesamt kommen wir langsam gut voran. Wir räumen von unten nach und nach auf, werden dann die Katapulte noch dazu ziehen. Oh, nochmal Bogenschützen. Nice. Da ist der Turm, da ziehen wir uns zurück. Gucken hier unten mal lang. Ich lasse die hier jetzt stehen und nehme die dreimal. Das ist Nummer 2. Wenn die Katapulte dann da drauf knallen und dann einen Turm nach dem anderen wegmachen, dann unsere... Ja, da ist schon Bogenschütze.
Ivorandus. Rutger. Ohne. So, Reiter. Wir gucken jetzt mal hier drüben nach Rot. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne einen Like, Kommentar oder Abonnement da. Ich freue mich riesig darüber. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Age of Empires wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.